gar nichts gemacht. Immer wenn meine Mutter telefoniert und ich im Hintergrund rede. Marian, kannst du mir kurz warten? Thomas, halt deine Fresse! Marion, ich bin wieder da. Wie war das nochmal mit deiner Kleinen? Mit dieser Klasse hätte ich freiwillig die Schule abgebrochen. Kreisverkehr, da kommt der Kreisverkehr, da kommt der Kreisverkehr. Wir sind im Kreisverkehr, wir sind im Kreisverkehr, wir sind im Kreisverkehr. Das war der Kreisverkehr, das war der Kreisverkehr, das war der Kreisverkehr. Die Jungs wollten doch nur eine Pizza machen. Wenn Chef wieder extra Geld gibt für Überstunden. Ich habe irgendwie das Gefühl, der Schiedsrichter wurde gekauft. Jedes Mal, wenn man die Geburtstagskarten öffnet. Congratulations to Luke. Thank you so much. Oh, you're so sweet. Der Arme wollte doch nur die Reinigungsfunktion zeigen. Das Reinigen nicht vergessen. Ich glaube, der Bruder gewinnt die Talentshow. Diese Jungs sind einfach die Kings der Woche. Beide, eins, zwei. Bei dieser Parkhausrechnung hätte ich das Auto einfach dagelassen. Was ist denn plötzlich mit unserem Bundeskanzler los? Olaf Scholz, mach mir mal einen Dank. Mach mir mal einen Dank. Olaf Scholz. Er hat einfach den Gott aller NPCs gefunden. Sie, ich schwöre, ich bin nicht so einer. Auch sie. 3 Stunden später. Der Moment, wenn man gegen seine Geschwister ums Überleben kämpft. Wie die Tiere, Digga, wie die Tiere, ja. Wie kommt diese Pizza dahin? Guck mal, sie ist nicht hier. Und sie ist nicht hier. Sie ist einfach dazwischen geklemmt worden. Welcher Hurensohn? Genauso entstehen Freundschaften zwischen Typen. Immer wenn man im Supermarkt nach etwas fragt. Entschuldigung, können Sie mir sagen, wo man Klopapier kriegt? Ja, kommen Sie mit. Ah, danke schön. Wieso ist Luciano einmal auf der Bühne und einmal in der Kraut? Was machst du hier, Bro? Was machst du hier, Bro? Ein Video, was nur Jungs verstehen werden. Wenn die Mädchen dann wirklich alle auf der Party sind. Are we checking the river?
Die beiden geben sich das heftigste Stinkefinger-Battle jemals. Was war bitte seine Mission? Das Ding aufgemacht, Motorhaube, dann laufe ich hier so rum, dann bleibt halt hier so mein Schlüssel dran hängen, ich lasse den halt so los, der baumelt hier so runter, ha? Macht fort, fliegt einfach genau hier so rein und das Ding hängt sich hier oben drüber. Der eine Typ am Ende killt einfach alles. Ich durfte die Musik von unserer Präsentation aussuchen. Und das ist das Ergebnis. We were allowed to pick the music for our 3D presentations. Enjoy. Wait for it. Ich kann das alles einfach nicht mehr. Ich hab einen Puff! Und meine Puffmama heißt Leila. Sie ist schöner, jünger, geiler. La 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 die wunderschöne Leila. Und dann hör auf, so viel zu raus. Wenn man diesen einen Freund kleiner Mann nennt. Der Bre hat einfach das System hochgenommen. Cousin, wie ladest du dein Handy auf? Mit Stecker, mit Steckdose. Zeig mal. Der hat einfach System ge... Ja, hier steht tagsüber, steht hier Waage. Da kann man für 50 Cent sich wiegen lassen. Und Größe messen lassen. Echt? Ja, und abends machen die weg und dann, die brauchen ja die Steckdose tagsüber. Der Bruder hat es endlich geschafft. Meine Damen und Herren, vielleicht kennen Sie ja meine Stimme. Ich bin der ultimative Bahnhofsprecher. Nächste Station, Hannover Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Obwohl, das war nur Spaß, wir sind in Hameln. Achso, folgt mir mal alle, wenn ihr ihre Männer seid. Vielen Dank. Der Bruder dachte kurz, er ist der Auserwählte. Ja, Wendy ist in Hameln. Wow! Der Moment, wenn du vor deinem besten Freund furzt. An das YouTube-Team. Dieses Video dient natürlich nur zum Spaß und ist gestellt von Profis. Meine Mama, mein Papa, eine gute Freundin, mein Schatz und ich essen lecker Frühstück beim XXX Lutz in Friedrichshafen mit Blick auf den XXX Lutz-Stuhl. Der Bro hat die Details bisschen zu ernst genommen. Boah, Digga, voll fresh, der Dinger, voll geil gemacht. Boah, diese Details und so. Krank. Krank. Ein ganz normaler Tag im Wuppertal. Willkommen auf den Straßen von Duisburg. Boah, richtig hier, Opfer! Was hast du gerade gesagt? Hat er gerade zu uns Opfer gesagt? Ja, hab ich! Was wollt ihr machen?
Was ist los mit euch? Warum seid ihr so frech? Habt mal Respekt vor Älteren. Dann lauf mal wie ein Mann, doch nicht wie ein Opfer. Hier ist mein POV, du bist in der Kennenlernphase und sie schickt dir so eine Audio. So eine, okay? Aber Melissa ist so eine Gaube. Okay, ich vielleicht auch. Der Arme wollte sie doch nur auf Englisch klären. I'm nine. I'm nine. And I'm 6'9". Yes. Okay? Okay. Sen götene sikeyim orospu çocuğu. I say you have very beautiful eyes. Ace? Ace, ace. Göz, göz amına koyayım, göz. Eyes, eyes amına koyayım. Eyes, ace, ace mi ne? Like your göz, göz. Do you mean ass? No man, göz, göz amına koyayım pistol. Ya siktir. Göz, göz. Do you mean ass? La sikerim, what's the ass? No, göz, göz, eyes, eyes. Eyes? Like yes. Eyes? Eyes, your eyes, your eyes. I'm eyes, that's not a thing. La sikerim. Knall jede D-Max-Folge damals. Das ist die gefährlichste Höhle der Erde. 50% der Leute, die reingegangen sind, sind nie wieder rausgekommen. Alle, die rausgekommen sind, sind das nur schwer verletzt und gerade so. Reingehen, sagst du? Genau das sage ich nicht. Wir gehen rein. Was? Mit Kamerateam. Was zum Teufel ist mit Vollgeist passiert? Jedes Mal das gleiche nach dem Staubsaugen. Der Bray hat Anmachsprüche einfach durchgespielt. Süß, aber nicht so süß wie du. Gib mal deine Nummer. Hartlesson ist einfach so ein Gottloser. Der Truthahn sollte missbraucht werden. Scheiß, fuck! Das war ein Versehen. Sorry. Das war ein Versehen. Scheiße, jetzt sollte ich... Ich sollte flüchten. Dieser Typ ist Trepper und jemand hat ihm diesen Beat geschickt. Do y'all think this is funny? I'm in the middle of a studio session. I get a DM say, how much for a feature on this beat? This the beat. Better fucking play with me, no play. Ich glaube, er hat persönliches Problem mit dem Ticketautomat. Hoff, Endgegner Ticketautomat. Eine verkommene Mutter. So. Geh die rein da, Alter. Reiz mich an. Geh wieder rein. Sie hat Männer einfach studiert. Okay, so benutzen Männer, also so waschen die deren Gesicht. Und dann bei Creme, so. Oder halt schon wieder so. Was ist das bitte für ein geiler Fahrlehrer? Da stand 60, nicht 50, ne? Ja. Ja. Du musst auch das fahren, was erlaubt ist, ne? Halt mal hier rechts bei den Tonnen an, einmal. Einmal kurz hier stehen. Stopp, 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 stopp. Ja, genau bei der Tonne. Ja. Nur ein Stück vor, ne? Klein Stück vor. Klein Stück. Gut. Mach mal Deckel auf. Mach mal auf. Sind da noch 10 km/h drin, die du verloren hast, oder? So, wir machen Kopf raus, ne? Und nächstes Mal Blinker links, wenn du anfährst, ne? Siehst aus wie so ein Ninja-Turtle da, weißt du? Nein. Mit ihm hier wieder? So, Hauptsache, du hast eine Geschwindigkeit in der Mülltonne wiedergefunden. Ja, wunderbar.